Guten Morgen. So, heute ist der 30.05. und heute ist ein Pausetag, den wir heute einlegen. Heute gibt es zum Frühstück mal eine spezielle Kreation, die ich mir ausgedacht habe. Ein bisschen Zitronenschalen, die wir uns gestern geholt haben. Deswegen ist dann der große Umweg von 20 Kilometern. Mit 2 Bananen, bisschen Kokosfett, bisschen Schokocreme und was natürlich nicht dazu fehlen darf, sind die Haferflocken. Das alles wird in einem Topf gemacht und erhitzt und jetzt hoffen wir, dass es schmeckt. Also das ist unser Frühstück für heute und ja, ich bin gespannt. Also alleine schon durch die Zitrone und alles drum und dran. Ich bin gespannt, ob mir meine Kreation gelungen ist. Ich habe noch nicht gekostet, aber ja, das ist so unser Start in den Tag heute am 30.05. und wir werden sehen, ob mein Schatzi das auch schmeckt. Und wir wünschen erstmal schöne Grüße an alle, die uns zuschauen. Und heute machen wir einen Pausetag. Wir machen heute ein bisschen Dehnübungen, ein bisschen Sport. Und ja, mal gucken, wie morgen das Wetter ist heute. Soll es ja regnen ein bisschen mehr. Und ja, wir schauen mal. Also im Moment regnet es nicht, ist auch ganz gut so. Aber naja, wir haben ja also auch Pausenphasen dazwischen. Wir könnten also weiterfahren. Und aber im Moment sagen wir mal heute ist Pause, weil wir haben gestern genug gestrampelt und sind auch noch ein bisschen kaputt von den Muskeln. Nicht ganz so schlimm, wie es sonst immer war, aber man merkt, dass unsere Muskeln sich langsam dran gewöhnen. Auch wenn sie erstmal wehtun an dem Tag. Aber nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal war. Also wir werden schon besser, sage ich jetzt einfach mal, mit der Anstrengung, die wir da auf uns nehmen, damit umzugehen oder unser Körper damit umzugehen. Auch wenn wir denn an demselben Tag sehr geschlaucht sind. Aber ich denke mal, so geht es jedem, der solche Touren macht. Und jedenfalls haben wir auch schon die Bestätigung gekriegt, dass es nicht nur uns so geht. Und ja, ich denke mal, wir machen alles richtig soweit und sind gespannt, wie es weitergeht. Und freuen uns natürlich auf unsere Weiterfahrt und auf die nächsten Abenteuer, die uns noch bevorstehen. Und heute ist erstmal Abenteuerpause. Und jetzt lassen wir uns gleich unser Frühstück schmecken. Und alles klar, wir wünschen erstmal einen schönen Start in den Tag. Und heute passiert nichts Spektakuläres, denke ich mal. Wenn nicht, dann melde ich mich nochmal. Also, da ist unser Frühstück. Bis dahin, alles Gute, ciao.